Herzlich willkommen im täglichen Video Strategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Montag, den 21. März 2016. Wir haben ja in den letzten Tagen eine schöne Aufwärtsbewegung wieder gesehen von 9.800 über die 10.000, heute Morgen sogar 10.060. Mir geht das jetzt im Moment eine Spur zu schnell. Das sieht eigentlich grundsätzlich technisch sehr gut aus, aber für den heutigen Tag kann ich mir persönlich nicht denken, dass das halten wird. Ich rechne damit, dass der DAX unter der Marke von 9.950 schließen wird, und zwar klar schließen wird. Diese Bewegung, die war doch jetzt ein guter Schluck zu viel aus der Pulle. Es gibt ja auch keine fundamentalen Nachrichten, die das jetzt unbedingt rechtfertigen würden, dass man jetzt eine so starke Aufwärtstendenz sieht. Das heißt nicht, dass jetzt der Aufwärtstrend gebrochen ist. Wir sind weiterhin im Frankfurter Börsenbrief mit einem DAX-Call unterwegs, woran Sie schon ermessen können, wie optimistisch wir für die nähere Zukunft sind, zumindest noch für diesen Monat. Aber heute, wie gesagt, ging das alles ein bisschen zu schnell. Deswegen eher zurückhalten oder die niedrigen Kurse dann für Einstiege nutzen. Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit allerdings eher nach China richten. Dort hat die China Security Finance, die für die Kreditversorgung zuständig ist, angekündigt, ihr Regiment bei den Wertpapierkrediten ein gutes Stück zu lockern. Man geht auch in Richtung von 3% Zinsen für diese Wertpapierkredite, und das sollte den chinesischen Markt zumindest ganz kurzfristig für ein paar Tage entfachen. In der letzten Woche waren ja schon Spekulationen darauf entfacht worden, und die Nebenmärkte haben eine sehr gute Woche hinter sich gebracht. Die Standardwerte nicht so unbedingt auch positiv, aber nicht mit einer solchen Dynamik. Das Wertpapierkreditvolumen ist um 60% seit dem letzten Sommer eingebrochen. Das lag auch an dem restriktiven Kurs der Führung in Peking, die den überhitzten Markt abkühlen wollte. Das ist zu einem guten Teil gelungen. Jetzt geht man hier wieder in die Offensive, will mehr Kredite anbieten und hofft auf eine entsprechende Nachfrage und eine Stimulierung der Wirtschaft. Und genau diese Erwartung wird auch am Kapitalmarkt dann gespielt werden in den nächsten 2-3 Tagen. Das heißt, für 2-3 Tage kann man für die chinesischen Märkte durchaus long gehen. Für längerfristig sind wir da nicht so optimistisch. Wir hatten ja an dieser Stelle schon einmal dargestellt, dass nach einem solchen Einbruch in China in der Regel keine sofortige Kehrtwende stattfindet, sondern dass man da erst mit einem längeren, meistens sogar mehrere Quartale dauernden Boden rechnen muss. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, so ist auch feststellbar, dass von den über 827 Milliarden Yuan Wertpapierkrediten nur 2%, Krediten, die ausgegeben wurden, nur 2% in den Wertpapiersektor fließen. Also das ist alles insgesamt von der tatsächlichen Wirkung doch überschaubar. Aber wie gesagt, wenn die Stimmung sich verbessert, wenn die Erwartung frischer Liquidität sich am Kapitalmarkt durchsetzt, dann führt das zu neuen Käufen, und das wird für die erste Hälfte der Woche sicherlich für eine Stimulanz sorgen, die Sie gerne mitspielen dürfen. Das ist mein Hinweis für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich dann wieder für Sie da. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Klintzing.